Meine Damen und Herren, Teil 2 unseres Road to Vanguard. Backslash, weg, zurück zu BO3, bevor wir in die Zukunft gehen, in die Vergangenheit. Macht hoffentlich für die meisten Sinn, eigentlich macht es gar keinen Sinn. Die erste Folge Road to Vanguard ist äußerst positiv angekommen und dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Und ich habe euch ja geschworen, wir werden hier ganz, ganz positiven Content machen, während wir aber heute eine neue Challenge haben und eine Bestrafung, die schon in den Kommentaren von euch vorgeschlagen wurde, muss ich schon mal das Thema heute erwähnen. Und zwar lese ich immer und immer wieder auf Twitter, auf Instagram, unter YouTube-Kommentaren von anderen YouTubern, ist jetzt egal wen, dass Warzone-Spieler oder gerade gute Warzone-Spieler ja alle am Cheaten sind und alle nutzen VPN, alle nutzen Chronosmax, alle nutzen Aimbot, Wallhack und alles. Es gibt unglaublich viele Leute, die mittlerweile hinter jeder Ecke was Böses sehen. Ich möchte den Tempest haben, auch wenn ich mit dem überhaupt gar nichts kann. Mittlerweile. Ich bin nämlich der schlechteste Spieler der Welt geworden. Und das ist das Spannende. Wir haben ein klares Ziel. Ich wollte eigentlich in einer der nächsten beiden Runden Hater erspielen. Wenn ich den nicht erspiele, muss ich als Bestrafung eine Runde Modern Warfare 2019 spielen. Holy Kack. Da wir jetzt aber keinen Hater haben, machen wir es ein bisschen schwieriger. In den nächsten zwei Runden muss ich jeweils eine Talent erspielen. Alternativ in einer Runde zweimal die Talent. Wer sich an die erste Folge erinnert von vorgestern, da habe ich es geschafft, absolut, ich glaube, nicht einmal eine Drohne zu haben. Und es sind echt geile Maps hier, Stronghold, Infection. Ey Leute, es waren richtig geile Maps, die sie ja damals rausgebracht haben. Maps, bei denen man richtig Spaß haben konnte. Wollen wir doch mal gucken, wie die Lobby hier ist. So sieht das übrigens aus, wenn ihr kein Skill-Based Matchmaking habt. Ihr seht die KD der Spieler in der Lobby und der Beste von allen hat einfach eine 1-1-5er KD. Der Beste von allen. Prestige 10. Der Allerbeste. So etwas werdet ihr in 10.000 Jahren SBMM niemals sehen. Das ist so geil. Man kann sich so die Lobby angucken und denkt sich, da würde ich auch gerne spielen. Aber wie gesagt, Herausforderung, entweder in einer Runde eine Talent, zweimal hintereinander, oder in einer Runde zwei Talents, dafür in der zweiten dann nicht mehr. Verkacke ich das, wird die nächste Folge Road to Vanguard. Da könnt ihr euch heute schon mal neue Bestrafung, neue Frage, neue Idee auswählen. Unten in die Kommentare, der am meisten Likes hat, gewinnt am Ende. Was die nächste Bestrafung sein soll, was weiß ich. Ich habe in Cold War Max Sensi gespielt mit 14-14, ohne T-Shirt an. Überlegt euch, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Oder. Und wie gesagt, sollte ich das heute nicht strafen, ist die nächste Bestrafung Modern Warfare 19, eine ganze Runde Herrschaft. Und für die, die sagen, ey, das ist doch cool, ich hasse Modern Warfare 19. Für mich ist es das schmutzigste, schlechteste Call of Duty, was ich je gesehen habe. Ihr seht, ich bin immer noch Level 4. Ich habe hier jetzt nicht heimlich trainiert oder sonstiges. Diese FPS machen mich absolut wahnsinnig, Leute. Ich komme von 120 auf, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob das hier 30 FPS sind. Vielleicht sind die das auch 35 FPS. Oh, ich habe gar keinen C4. Okay. Die Nate hat getroffen. Wie auch immer die Nate das gemacht hat. Und er versteckt sich. Oh mein Gott. Okay, er ist ein absoluter Bot. Das habe ich gerade sehr schnell feststellen können. Gucken wir, ob er immer noch da ist. Ist er nicht. Er hört mich auch nicht. Er ist aber auch nicht da. Okay. Er verarscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woher hat er gewusst, dass ich da bin? Ich habe keinen Totenstille. Deshalb er hat sechster Sinn. Das schlimmste Perk, was ich jemals gesehen habe in einem COD, Leute. Das mit Abstand schlechteste, schlimmste Perk. Und eine Modern Warfare. Nee, wie heißt das? Man of War haben wir auch noch dabei. Ich sehe schon kommen, ich werde MW19 spielen, weil ich natürlich auch eine absolute Herausforderung nehme, die sowas von gottlos ist eigentlich. Also jemand, der seit Jahren kein Advanced Movement COD gespielt hat, kann schlecht erwarten, dass er hier plötzlich irgendwas reißt. Und ich spiele gegen den absoluten Schwitzer. Gegen den absoluten Schwitzer
mit seiner Manowar. Ich habe hier eine Waffe mit einem Aufsatz irgendwie oder zwei Aufsätzen. Jetzt habe ich den Dingo mit aufgenommen. Ich habe kein Movement, kein gar nichts. Okay, das hat wehgetan. Jetzt ist die Frage. Alles klar, er stirbt nicht. Er. Wo ist er? Ganz an der Seite. Wir lassen ihn machen. Einfach ignorieren. Und auf den nächsten, den kriegen wir natürlich nicht. Unser Team wird absolut fertig gemacht. Worüber wir sprechen wollten heute. Thema Warzone. Sind das alles Cheater oder übertreiben wir es da oder? Die Antwort ist relativ einfach und relativ lang. Da ist meine Manowar. So, jetzt kommt mal her. Jetzt kommt mal her. Ja. Hier ist so ein Tempest. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, nein. Ich bin geflasht. Ich bin nochmal geflasht. Oh, shit. Oh, shit. Und ich sterbe. 200 vor der Hailstorm. Oh, mein Gott, Leute. Wenn ich diese Runde es nicht schaffe, muss ich nächste Runde einfach doppelt so viel machen. Oh, du hast die Manowar. Gib mir die Manowar. Perfekt. Damals war die XMC noch besser als die Manowar. Das hat sich mittlerweile aber krass geändert irgendwie. Oder ich kann es einfach nur mit der XMC nicht mehr. Aber was haben wir? 10 zu 8. Absolut schrecklich. Ja, der Plan war, über Warzone zu sprechen. Und ich bin so hart am Struggeln mit mir selber. Wegen einer einfachsten Challenge eigentlich. Der nächste mit der Manowar. Perfekt. Immer noch Meta-Waffe. Dass ich den Faden gar nicht kriege. Deswegen nochmal von vorne. Also, ganz vielen Warzone-Streamern und Pro-Playern wird seit Ewigkeiten ja vorgehalten, dass sie cheaten. Dass sie ein VPN benutzen, damit sie Bot-Lobbys bekommen. Dass sie einen Aimbot benutzen, den man nicht sehen kann. Dass sie einen Chronos Max benutzen und deswegen auf dem PC mit Controller spielen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich kenne ja nun mittlerweile ein paar von den Leuten. Mit ein paar habe ich jetzt schon mal ein bisschen mehr zu tun gehabt. Oh mein Gott, was ist das hier? Mit ein paar habe ich noch ein bisschen weniger zu tun gehabt. Aber eins kann man hier, glaube ich, ganz, ganz klar jetzt schon sagen. Keiner von den deutschen Warzone-Pros, ob das Stylus ist oder Phalaxi oder Kaiser oder Pentagon, cheatet oder nutzt ein VPN, um Bot-Lobbys zu bekommen. Das Einzige, was man sagen kann, und bei Phalaxi weiß ich das, bei Stylus glaube ich das auch, bei Raptor weiß ich es ehrlich gesagt nicht, dass viele Warzone-Spieler seit geraumer Zeit VPNs benutzen, auch live in ihren Streams und auch dazu stehen, weil sie in den VPNs raus aus den europäischen Servern kommen, was automatisch bedeutet, dass man diese Cheater-Problematik einfach nicht mehr hat. Und viele von euch schreiben andauernd, oh mein Gott, die Kobi-Granate. Oder auch nicht. Und wir gehen gerade so positiv. Viele von euch sagen, ja, nee, Warzone, VPN ist nur, damit die Leute richtige Bots als Gegner haben und. Ich kann es euch sagen, Leute, ihr könnt gerne 5 Runden mit einem VPN Warzone spielen. Verbindet euch sonst wohin, es ist völlig egal. Oh mein Gott. Okay, du bist tot. Ihr könnt das gerne versuchen. Ihr könnt euch da gerne auch mal verbinden und dann mal gucken, was für 5er Runden ihr bekommt. Ich kann euch eins garantieren. Es wird nicht so sein, dass ihr absolut sofort seht, dass ihr mit irgendwelchen Noobs in der Lobby seid. So wie ich jetzt hier gerade rumspiele zum Beispiel. Oder. Ihr werdet ganz normale Runden haben mit besserem Ping. Und während ihr einen besseren Ping habt, habt ihr auch weniger Probleme mit Cheatern, Aimbottern und sonstigem, weil ihr einfach nicht auf einem europäischen Server seid. Das ist einer der Hauptgründe, warum ganz viele Leute VPN benutzen. Oh oh, ich hab's geahnt. Junge. Keine Talent diese Runde. Keine Talent, außer ich mache jetzt hier noch ein magisches Comeback. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde sowas, Leute. Sowas wäre mir vor 3 Jahren nicht passiert. Und es gab hier auch kein VPN, kein gar nichts. Okay. Der ist tot. Ich habe kein schnelles Magazin, kein gar nichts. Perfekt. Das heißt, all die Leute, die Warzone spielen und tatsächlich, also wirklich ein VPN nutzen, ihr könnt euch ja die ganzen Runden mal online von denen angucken. Wenn die streamen und sonstiges.
Das sind keine Dullis, gegen die die Leute spielen. Und keine völligen Randoms oder sonst was. Das sind ganz normale Spieler bei besseren Serververbindungen, bei besseren Voraussetzungen, nicht Cheater an der Backe zu haben. Ich verstehe das einfach nicht, dass da so viel Hate andauernd ist. Ich habe das Gefühl, dass in der Community kein Schwein dem anderen noch irgendetwas gönnt. Getreu dem Motto, ja okay, der hat eine gute Runde gehabt, der muss cheaten. Achso, der hat jetzt eine schlechte Runde gehabt, jetzt hat er seine Cheats aus. Achso, der hat so gespielt, das geht gar nicht. Und das, Leute, höre ich und lese ich einfach seit Wochen mittlerweile. Seit Wochen. Da ist noch einer. Danke. Oh, Crispy. Oh, Crispy. Oh, das war... Oh mein Gott. Oh, Crispy. Oh, that aim smackt mir. Nein, zu viel auf einmal. Nein, eine Drohne. Seht das als Talent? Nee, ne? Oh Gott, ich hab keinen Bock. Ich will kein Modern Warfare spielen. Ich will kein Modern Warfare spielen. Ich müsste es erstmal neu installieren. Das ist das Schlimmste. Das sind irgendwie 100 GB. Dafür muss ich wahrscheinlich erstmal Far Cry für ein Spiel löschen. Und wenn ich es dann habe, habe ich Far Cry gelöscht, spiele die eine Runde Modern Warfare, weine erstmal, deinstalliere das wieder, um dann wieder Far Cry zu installieren, damit ich Far Cry weiterspielen kann. Nächstes Ziel hier auch ganz klar gerade, ich will die Runde gewinnen. Da ist ein Gegner gewesen, jetzt nicht mehr. Also VPN, kann ich euch sagen, benutzen unglaublich viele Warzone-Spieler, nicht nur Deutsche, irgendwelche aus Europa, aus Nordamerika, aus Südamerika. Und natürlich kann man mit einem VPN bessere Lobbys bekommen. Das bezweifelt ja gar keiner. Aber selbst wenn jeder deutsche Warzone-Streamer mit VPN Warzone-Lobbys sucht, dann geht es doch keinen von uns etwas an. Es kann uns doch scheißegal sein. Leute, Reverse Boosten habe ich in Cold War auch schon gemacht. Über Wochen und Monate machen das einige und laden Gameplays damit hoch. Reine Gameplays guckt sich auf YouTube heute niemand mehr an. So, wir gehen direkt in die nächste Runde, gucken, ob wir hier irgendetwas freigeschaltet haben. Natürlich nicht. Ich habe auch, glaube ich, keine Double XP-Token oder sonstiges. Hier kann ich auch nichts nehmen. Also im Prinzip kann ich... Oh, ich kann Strahldämpfer... Nee, Wachsamkeit, perfekt. Man hört ein bisschen besser. Das hier bleibt so. Kugelweste, Nachtbrenner brauche ich. Okay, das passt. So, was haben wir hier? DLC-Waffen haben wir ja auch. Die Peacekeeper, Galil... Ah, die Galil ist scheiße. Ich will irgendeine andere Waffe, Leute. Irgendeine andere Waffe. Ist irgendwas, was passend ist. PPSH. PPSH passt wie die Faust aufs Auge. Das ist doch genau das, was hier auf uns zukommt, Leute. Mit Vanguard. Was unter Umständen schrecklich werden kann. Unter Umständen aber auch ein richtig gutes Game. Und das Team Balancing ist absolut Schrott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, alle Level 1 bis 5er sind in meinem Team. Man sieht es an den Spezialisten schon. Kriegsmaschine, Sperber, Schwarm. Wobei die Gegner haben Neueinstieg, Zeitsprung, Kriegsmaschine und noch einen Zeitsprung. Also sieht nicht viel besser aus. Also, damit wir dieses Thema VPN bei Warzone-Spielern zumindest abschließen können. Super viele Leute benutzen VPN, manche Leute benutzen es ganz allein, um eine bessere Verbindung zu haben, andere benutzen es, um nicht das Problem zu haben, andauernd in Cheater auf EU-Lobbys irgendwie reinzufallen und reinzurennen. Es gibt so viele Gründe, aber egal welchen Grund ein Streamer, ein Content-Creator, ein Spieler hat, lass sie doch machen. Hört doch endlich auf und es geht vor allen Dingen an diese kleinen Winzi-YouTuber und ich weiß nicht was mit ihren 100 Abonnenten. Ich habe es auch lange Zeit gemacht. Oh mein, der Slide war nice. Oh, der Slide war nice. Oh mein Gott, der war nice. Hört auf, jeden Content-Creator dafür anzumachen, was er tut und was er nicht tut und. Zum einen ist das super anstrengend. Zum anderen ist das... Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Zum anderen ist es auch einfach super nervig, weil die Leute versuchen, Content zu machen. SBMM ist scheiße. Alter, ich sehe nichts. Ohne Visier sieht man hier gar nichts. Okay, wo ist jetzt Gegner?
Hier ist kein Gegner. Okay, alle haben auf mich gewartet. Sogar mit einer PPSH gewartet. Alles klar. So, nächster Road to... Oh mein Gott, er leckt. Oh mein Gott, er leckt. Oh mein Gott, er leckt. Wie soll man den denn töten? Unmöglich. Einfach nicht möglich. So, also wie gesagt, nur um das endlich abzuschließen, lasst die Leute doch ein VPN nutzen, wenn es für sie hilfreich ist. Wenn sie dadurch nicht mehr gegen Cheater spielen müssen oder seltener. Und Activision ist ja bisher mit Treyarch und Raven Software nicht hingekriegt hat, gegen Cheater was zu machen. Und man muss erst abwarten, ob das neue Anti-Cheater jetzt irgendwas bringt oder nicht. Ja, dann lass die Leute doch... Oh mein Gott. Lass die Leute machen... Digga, wo bist du? Okay, du bist tot. So. Ja. Rechts hinter mir. Oh, outplayed. Outplayed. Oh, ein bisschen kann ich's. Oh mein Gott. Neun Schuss. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Stirb. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ist... Oh mein Gott, ist knapp. Komm, ich brauche das. Ich brauche eine Talent. Fürs Selbstverständnis. Fürs Selbstverständnis. Weg mit dem. Drohne. Abwarten. Er macht den Mega-Wallride. Den habe ich aber gesehen. Der ist unten. Nein, ich verhau. Nein. Oh, ich hätte vielleicht auch einen Spezialisten einpacken sollen, der gar keinen Skill erfordert. Damit wäre ich hier höchstwahrscheinlich besser zurechtgekommen. Oh mein Gott, der hat mich... Ich habe echt gedacht, er läuft nach links. Er hat mich komplett verarscht. Aber während ich hier so ein bisschen Black Ops 3 Vibes wieder zurückhole, weil ich auch einfach festgestellt habe, dass ich es überhaupt gar nicht mehr kann, also wirklich gar nicht mehr, muss ich auch feststellen, dass es gefühlt auch wirklich das letzte COD ist, bei dem man Treyarch und den Entwicklern einfach angemerkt hat, dass sie hier Spaß dran hatten und dass sie hier wirklich kreativ sein konnten. Oh mein Gott, oh, war das schön bis dahin. Wirklich die letzten 7, 8 Jahre, das allerletzte COD, wo man so richtig Vibes hatte, wo unglaublich viele Maps richtig gut waren. Also, es gibt ja... Was war das? Ja, moin. Absolut die beste Granate, die ich je in meinem Leben gesehen habe. So, ich bin ewig weit weg von der Talon. Ich bin super weit weg. Ich bin jetzt über dir. Danke. Hinter uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Also ohne Witz, geht der Gunfight hier gefühlt? Oh, ich krieg den Kill nicht. Jetzt ein Trophy. Okay, Granate. Mehr Granaten habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Dann dieser ewige Vorwurf von Warzone-Spielern. Ja, ich spiele seit 20 Jahren. Oh mein Gott, der Rückstoß. Ich sehe das. Du benutzt ein Aimbot oder... Oh mein Gott, keine Muni. Leute, ich bin so schlecht. 15 zu 8, ich bin so schlecht. Kannst... Okay, er ist noch schlechter als ich. Du kannst gar keinem erzählen, wie ich hier spiele. Was hast du für eine Waffe? Okay, die will ich gar nicht erst haben. Das könnt ihr keinem erzählen. Oh mein Gott, ich flash mich fast selber. Ich flash mich sogar selber. Dann gibt es ja immer noch den Vorwurf Kronos Max. Bei jedem Warzone-Spieler. Jedes Mal, wenn in Warzone jemand besser ist als man selber, sehe ich, dass die Leute schreiben, Kronos, das kann man gleich sehen. Der hat keinen Rückstoß. Ich weiß nicht, wie ihr alle darauf kommt. Aber mittlerweile ist es doch irgendwann auch lächerlich, wenn man jeden guten Warzone-Spieler, und ich meine Kaiser, Stylus, Phalaxi, Raptor, egal wen ihr nennt, egal wen ihr dabei habt, das sind alles Leute, die spielen das nicht seit einem halben Jahr zweimal die Woche zwei Stunden. Die spielen das seit 2 Jahren jeden Tag 8 bis 10 Stunden. Haben durch YouTube-Videos, durch alles Mögliche immer die genaue Info, welche Meta ist gerade am Start, welche Waffe ist gut, welche Waffe sollte ich nehmen und.
Ist es da für euch alle so verwunderlich, dass die Leute einfach nur gut sind? Besser als wir alle Casuals in Warzone? Ich meine, die Leute spielen... Oh mein Gott, fast gehabt. Ich meine, die Leute spielen das täglich 8 bis 10 Stunden. Die spielen bei 70.000 Dollar Turnieren. Warum sollen die denn jetzt... Oh mein Gott, war das schick. Warum sollen die denn jetzt urplötzlich mit Kronos und sonstigen Sachen anfangen, wenn die das früher auch nicht gemacht haben? Oder meint ihr, die spielen seit 15 Jahren mit Kronos? Oh mein Gott, wo ist der? Oh, zu viele, Digga. Ich werd gegangbangt. Oh. 87, wenn ich jetzt alle Kills mache, habe ich eine Chance, kein Modern Warfare spielen zu müssen. Wenn ich jeden einzelnen Kill mache. Dafür den erstmal. Ich krieg ihn nicht. Perfekt. Perfekt. Zwei Assists. Perfekt. Er mit dem Reaper kommt. Oh, ich habe keine Muni mehr. Bombe. Okay. 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 Shappy ist back. Shappy mit ein bisschen Movement und 28-11. Deutlich bessere Runde als die ersten drei Runden. Deutlich zu schlecht, um nicht bestraft zu werden. Was bedeutet, in der nächsten Folge, übermorgen, ja, dann fange ich am besten jetzt schon mal an. Modern Warfare 19, eine Runde Herrschaft. Das wird absolute Hölle. Ich hasse dieses Game. Vielen Dank für die Einsendung, für die Herausforderung. Freut mich sehr. Sucht euch jetzt direkt schon mal die nächste Herausforderung für die übernächste Folge sozusagen aus. Und das Schlusswort zum Thema Kronos Max und Kronos Zen und Aimbot und Wallhack. Noch nicht ein deutscher Warzone-Spieler, nicht ein einziger, wurde für Cheaten gebannt. Nicht ein einziger. Stylus nicht, Phalaxi nicht, Raptor nicht, Haptic spielt es nicht so competitive, Kaiser nicht, Pentagon nicht, Aqua nicht. Kein einziger. Meint ihr, dass Activision mit den deutschen Content-Creatern und den amerikanischen unter einer Decke steckt und sich da auf der Nase rumtanzen lässt? Es ist eine offene Frage. Meint ihr nicht, dass einfach einige Spieler in Warzone, in dem Battle Royale, besser sind als viele von uns, die es nur casual spielen? Ist das so weit aus der Realität, dass man sagen muss, die cheaten auf jeden Fall, ich bin 100% sicher? Ich finde nicht. Ich finde, alle ein bisschen sein lassen. Ich persönlich, mir ist es mittlerweile egal, ob irgendein Gameplay reverse boosted ist oder nicht reverse boosted ist. Ich freue mich einfach, wenn ich ein cooles Gameplay sehe. Und ich persönlich zum Beispiel bin in Warzone einfach nicht gut und könnte mit den richtig guten Spielern einfach nicht mithalten. Deswegen genieße ich mir das anzugucken, ohne darüber zu meckern. Level 8, Leute. Ich weiß gar nicht, wann ich den Hater freispiele auf Level 48. Ich bin absolut am Arsch. Sucht euch die nächste Challenge auf jeden Fall aus. War schon mal eine bessere Lobby als oder bessere Runde als vorher. Wir gucken mal, das gibt es hier tatsächlich, richtige Stats. Ein 4er SN, wir haben alle Runden bisher gewonnen. Punkte 366, 1,42er KD. Grottenschlecht. Prezi, XMC, PPSH, CUDA, Manowar, oh Gott, sieht das alles schrecklich aus, machen wir lieber weg. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, schreibt mir eure Bestrafung rein und die Frage, um die wir uns vielleicht kümmern sollen. Und wir sehen uns dann übermorgen mit Modern Warfare 19. Oh, ich hasse das Game. Haut rein!